Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich drehe heute einen Shein-Haul und zwar habe ich von Shein sehr viele Sachen zugeschickt bekommen. Und zwar ist es eine Kooperation mit Shein. Ich durfte mir 20 Sachen aussuchen und die werde ich euch jetzt zeigen. Ich habe übrigens eine neue Kamera, die ist gerade eben angekommen. Habe ich schon ausgepackt und mit der filme ich gerade. Ja, das wollte ich eigentlich gerade nur sagen. Also es ist jetzt eine Vlogging-Kamera. Und mit der werde ich vloggen, denke ich mal, oder Videos drehen, wo ich unterwegs bin oder irgend sowas. Aber ich möchte jetzt nicht viel rumlabern, ne? Deswegen würde ich sagen, let's go mit dem Video. Also erstmal, die erste Sache habe ich schon an. Das ist so ein Spitze-Top. Das hat so Streifen, also die sind so überkreuzt, die Träger. Und es ist eigentlich mega süß, also das habe ich direkt angezogen. Dann würde ich sagen, fangen wir mit dem zweiten Teil an. Und da habe ich mir eine Hose bestellt. Und zwar, werden wahrscheinlich schon viele kennen, ist das so eine Hose mit diesen Knöpfen an der Seite. Ich habe keine Ahnung, wie die an mir aussehen wird. Ich werde jetzt einfach mal anprobieren. Und dann würde ich sagen, let's go, ne? Okay, ich habe mich jetzt hingestellt und werde diese Hose jetzt anprobieren. Ich sehe gerade, dass die Hose kaputt hier unten. Also man kann das irgendwie nicht zumachen, warum auch immer. Aber okay. Also so sieht die Hose jetzt aus. Ich finde sie eigentlich ganz okay. Also ich würde sie auf jeden Fall tragen. Und Leute, schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr die Klamotten findet und welches euer Lieblingsteil ist, ne? Also bleibt auf jeden Fall dran. Dann kommt das nächste Teil und zwar ist das ein Oberteil, ein Crop Top. Ich habe nämlich jetzt ein paar sommerlichere Sachen bestellt, da es bei uns in den letzten Tagen doch ziemlich warm ist und ich nicht im Pulli rumrennen möchte. Okay, ich probiere es mal an, ne? Ja, Leute. Ich würde sagen, auch wieder ein Erfolg, ne? Geil. Also das ist jetzt das Top. Hinten ganz normal, vorne gestreift. Wunderschön, würde ich sagen. Also ich habe nichts auszusetzen. Und das nächste Teil, auch wieder gestreift. Fühlt sich ein bisschen an wie so ein Badeanzug, aber in weich. Also das ist das T-Shirt. Das ist mal ein Zaubertrick. Oh, und da habe ich es an. Ja, ich finde das Oberteil auch eigentlich mega schön. Also, wenn ich mich die ganze Zeit umdrehe in so einem Spiegel und da schaue ich mich an. Ich finde es eigentlich offen schöner als zu, weil es zu ist, sieht das so gequetscht aus. Aber es ist ja jedem seins. Ich finde es so eigentlich schöner. Und es ist auch dünn. Also, es ist gut für den Sommer. Also, es ist nicht so ein dicker Stoff. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Oberteil. Oh, das wurde mir dazu geworfen. Das habe ich auch in schwarz. Das habe ich in meinem letzten Video gezeigt. Also wenn ihr das in schwarz auch mal sehen wollt, dann schaut einfach mein letztes Shein-Haul-Video ein. Ich blende das am Ende nochmal ein und dann könnt ihr es auch nochmal anschauen. Also das ist jetzt der zweite Pulli, glaube ich. Hat hier überall Streifen, hinten einfach nur weiß und auch wieder ein Reißverschluss. Und ich finde es eigentlich auch ganz schön. Also es wäre jetzt nicht mein Lieblingsteil, aber es ist okay. Dann kommen wir weiter mit einer Hose. Eine Jogginghose, glaube ich. Ja, nee, ist eine Jeans. Okay, also die Jogginghose ist etwas durchsichtig. Man sieht auch die Taschen mega durch, also ist nicht so mein Favorite. Also sieht jetzt so aus, ich werde mich jetzt nicht umdrehen, weil die ist durchsichtig. Aber ja, also ist nicht mein Lieblingsteil, aber es ist ganz okay. Einem Oberteil wieder. Das ist jetzt wieder so ein Top, nur in weiß, also wieder schwarz eigentlich in weiß, bisschen anders. Denn das hat hinten bei den Trägern sowas. Also das ist jetzt das Oberteil. Hinten hat es halt so, auf jeden Fall sieht es so von hinten aus. Egal, ich glaube wieder scheiße. Und ist auch ganz cute. Ja. Nur es ist ein bisschen durchsichtig und da waren so Pads drin und das sieht so bescheuert aus, weil da einfach dann so ein Kreis ist und das ist irgendwie komisch und sieht nicht gut aus, weil man den durchsieht. Machen wir weiter mit einem Rock. Ja, das ist ein Rock und kein Schachbrett. Bin gespannt, wie der aussieht, weil ich finde den eigentlich cool. Ich habe auf Instagram öfter sowas gesehen. Ich weiß nicht, ob der mir stehen wird. Ich glaube, der ist ein bisschen groß. Er ist ein bisschen locker, aber es ist jetzt nicht so schlimm. Also der sieht jetzt so aus. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also, er sitzt hier halt wirklich locker. Ist jetzt nicht so der Hammer. Ich hätte es mir cooler vorgestellt. Aber für ein paar Fotos ist es okay. Ich muss ihn ja nicht tragen, ne? Dann direkt der nächste Rock. Das ist ein Jeansrock. Ich hoffe, der steht mir.
ein Rock, in dem ein Rock ist. Oder das ist eine Hose. Hä? So Leute, also ich habe jetzt den Rock an und ich finde, der ist eigentlich gar nicht mal, also sieht nicht mal so schlecht aus. Das ist der da jetzt. Ja, also darunter ist eine Hose. Ist praktisch, ne? Dann geht es weiter mit einem Oberteil. Okay, also das ist das Oberteil. Ich krieg das jetzt hier hinten nicht zu. Alleine muss ich mich einfach zumachen, weil wenn ich es jetzt zumache, kriege ich es nicht mehr auf. Wenn man nicht viel zu sagen hat, ist es ganz okay. Also hinten ist halt ein Reißverschluss, wenn man es zumacht. Und hier sind Perlen dran. Ich hoffe, die fallen nicht schnell ab. Dann das nächste ist schon wieder ein Oberteil. Hier. Also es ist jetzt ein Crop-Pulli, glaube ich. Also es ist ein Pulli, ich ziehe den mal kurz an. It's magic. Hier, also das ist der Pulli. Das ist so einer, der ist so, das sieht so aus, als ob das zwei Pullis ineinander sind, die halt in der Mitte so zusammengenäht worden sind. Es ist auf jeden Fall was anderes. Ich würde das, wenn, mit einer schwarzen High-Waist-Jeans anziehen. Aber so an sich ist es ganz schön. So, dann haben wir noch einen Crop-Pulli. Also ihr könnt jetzt nicht erwarten bei diesen Crop-Pullis, dass es ein dicker Stoff ist. Also der ist echt dünn. Ist aber auch eigentlich gut, weil dann kann man es auch im Sommer anziehen. Und es ist nicht so krass heiß wie ein richtiger Pulli. Es ist warm, aber nicht heiß. Also das ist der nächste Crop-Pulli. Hier an der Seite steht USA mit der USA-Flagge drauf. An dem Arm auch. Hier auch hinten schwarz. Und ist sehr schön. Also der gefällt mir echt. Ist ein schöner Stoff. Also der ist weich und dünn. Dann machen wir weiter. Und zwar habe ich hier jetzt eine Jacke. Ich werde mir da kurz ein anderes Top anziehen, weil das passt jetzt so nicht. So, ach genau. Genau. Stimmt. Also das ist jetzt die Jacke. Die hat nämlich hinten so Bänder. Also sieht mega cool aus. In der Kamera ist jetzt etwas orangener als in echt. Aber das ist halt so ein, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, so ein orangebraun. In der Kamera ist es viel orangener. Aber ich finde, die ist eigentlich cooler. Cowboy! Dann geht's weiter mit einer weiteren Jogginghose. Hier vorne so Bänder und an der Seite ein Schachbrettmuster. Ich werde jetzt auch mal anprobieren. Die sieht mega cool aus, aber die ist einfach durchsichtig. Dann werde ich die wohl auch nur für Bilder tragen können. Also das ist die Hose. Man sieht die Taschen wieder durch, weil sie eben durchsichtig ist. Und so sind die Streifen an der Seite. Sieht eigentlich voll geil aus. Auch mit dem hier. Aber sie ist durchsichtig. Und das ist nicht cool. Naja, dann halt für Bilder, ne? Aber ich habe noch einen Rock hier. Das ist ein Lederrock. Das riecht arg nach Plastik. Also ich würde es jetzt nicht in der Öffentlichkeit tragen, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ich zeige es euch mal. Also das ist der Rock jetzt. Ich weiß nicht. Es ist halt so ein Lederrock und der glänzt halt auch. Und es ist einfach Leder und was soll man dazu sagen, ne? Also so arg schlimm finde ich es jetzt auch nicht, aber ich würde mich, glaube ich, unwohl fühlen, wenn ich das anziehe in der Öffentlichkeit so. Weiter geht's mit der nächsten Hose und zwar ist es eine kurze Hose. Ja, Leute, die Hose geht mega klar. Also das ist jetzt die kurze Hose. Ist schön, hat hier so zwei Streifen. Ich finde das cool, weil es ist so lässig. Würde auch so passen, weil es ist so ein bisschen so schick schick und das hier ist so cool cool, ey yo. Und zu guter Letzt noch ein Oberteil, das ist mein erstes rosanes Oberteil, glaube ich. Bin mir nicht sicher, aber ich habe eigentlich nichts rosanes. Ja, ich zieh's mal an, ne? Okay, also so sieht das jetzt aus. Es ist rosa Samt. Ist auch diesmal weich, wenn man nach unten streicht. Denn bei den meisten ist es, wenn man nach unten streicht, ist es rau und wenn man nach oben streicht, ist es weich. Was irgendwie ein bisschen dumm ist, aber kennt vielleicht einige von euch, keine Ahnung. So, sieht es von hinten aus, von der Seite. Streifen. Streifen ist Crop, also geht bis zum Bauchnabel und ja, ist mal was anderes. So Leute, das war's jetzt mit meinem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und über eine Bewertung in den Kommentaren. Und schreibt mal euer Lieblingsteil in die Kommentare. Also mein Lieblingsoberteil ist auf jeden Fall dieses T-Shirt, das ist echt. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Ihr könnt mir gerne auf Instagram, Snapchat, überall folgen. Schreibe ich alles in die Infobox und die Klamotten sind auch in der Infobox verlinkt. Und danke nochmal an Shein, dass ihr mir die Sachen zur Verfügung gestellt habt. Ich freue mich wirklich sehr. Und ja. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss.